Shalom zusammen. In Deutschland kam es zu einem Machtwechsel, der gleich mit einem Paukenschlag begonnen hat, nämlich mit einer verpflichtenden Impfung im Jahr 2022, so wie es auch in Österreich der Fall sein wird. In diesem Video möchte ich vor allem die Christen nochmal daran erinnern, was die Heilige Schrift zu einer Situation wie der heutigen zu sagen hat und was wir daraus lernen können. Schauen wir mal, was Assa, ein König von Juda, tat bzw. nicht getan hat, als er mit dem Haus Israel einen Konflikt hatte. Im zweiten Buch der Chroniken heißt es in Kapitel 16, Vers 12: Und Assa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seines Königreichs, und seine Krankheit war sehr schwer. Doch suchte er auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Wenn Könige, Kanzler oder Präsidenten während einer Krise nicht Gott suchen und ihn nicht um Hilfe bitten, dann färbt das natürlich auch auf das eigene Volk ab, weswegen es damals auch so viel Götzendienst und Gesetzlosigkeit in Israel gab. Auch in der heutigen Krisenzeit sind viele Menschen krank, ausgelaugt von den Maßnahmen und haben aufgrund der baldigen Schlumpfpflicht auch Existenzängste. Doch weil die Christen in Deutschland immer weniger werden und der Glaube an den Schöpfer durch atheistische und esoterische Weltanschauungen verdrängt wurde, suchen die meisten Deutschen genauso wenig nach Gott, wie es König Assa von Juda tat. Doch im Psalm 118, Vers 8 und in Jeremia 17, Vers 5 steht geschrieben: Besser ist es, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Auch heute gibt es viele Experten, die zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen, weswegen es schwer ist, noch den Überblick in dieser Krise zu behalten, während Gott eine klare Meinung zu allem hat und natürlich auch immer Recht behält. Wer kennt den menschlichen Körper wohl besser als der Schöpfer der Menschen, der im Ebenbild Gottes erschaffen wurde? König Assa, der während seiner großen Krankheit nicht den Herrn suchte, sollte es eigentlich besser wissen, denn Gott sprach einige Kapitel vorher bereits, dass wenn Gottes Volk betet, das Angesicht Gottes sucht und von den bösen Werken umkehrt, Gott dies vom Himmel her hören würde und die Sünden vergeben würde und das Land heilen wird, was Deutschland dringend nötig hat. Auch im zweiten Buch Mose heißt es in Kapitel 15, Vers 26: Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Das heißt nicht, dass man nicht auch zum Arzt gehen soll oder im Notfall ins Krankenhaus, aber der wahre Arzt von uns Christen ist nicht von dieser Welt, so wie auch sein Reich nicht von dieser Welt ist. Und wenn es hier heißt, dass Gott keine Krankheiten auf uns legen wird, wenn wir ihm treu sind, so schließt das auch solchen mit ein. Denn im fünften Buch Mose heißt es in Kapitel 7, Vers 15: Und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden, und er wird keine von den bösen Seuchen Ägyptens auf dich legen, die du kennst, sondern wird sie auf alle diejenigen bringen, die dich hassen. Auch die Seuche wird also am Volk Gottes vorbeiziehen, so wie es damals vor dem Exodus Israels in Ägypten der Fall war. Und so wie die Welt in der großen Drangsal die Christen hassen und verfolgen wird, so geht es heute vielen bereits, die sich dieser Impfpflicht verweigern, da sie von der Gesellschaft als Sündenbock gebrandmarkt und von der Gesellschaft sowie vom Arbeitsplatz ausgegrenzt werden. Mit solchen Schmähungen hatte auch Paulus zu kämpfen, der im 1. Korintherbrief Kapitel 4 ab Vers 11 folgendes berichtete: Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Doch Paulus hat den Glauben bewahrt, die Hoffnung nie verloren und die Liebe Gottes in Jesus Christus in ganz Europa verbreitet. Ein Mensch kann viel bewirken, wenn der Geist Gottes in ihm und das Wort Gottes aus ihm kommt. Doch kein Mensch hat jemals so viel bewirkt wie Jesus selbst, vor allem auch was die Heilung von Krankheiten betrifft.
In Lukas Kapitel 8 heißt es ab Vers 43: Und eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss gehabt und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an, nämlich von Jesus, und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Kein Arzt der Welt konnte dieser Frau helfen, doch der Sohn Gottes vermag es jedem zu helfen und jeden zu heilen, wenn die Person an das glaubt, was Jesus imstande ist zu bewirken. Deswegen heißt es in Markus Kapitel 10 ab Vers 51: Und Jesus begann und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Durch Glaube wurde der Mann geheilt, und genau das fehlt Deutschland in Zeiten wie diesen. Viele glauben nur noch den Ärzten, den Politikern oder den Medien, die meistens völlig unkritisch die kommende Impfpflicht hinnehmen, die Ausgrenzung der Ungeimpften propagieren und damit zur Spaltung der Gesellschaft mit beitragen. Dies ist allerdings nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Christen in der Drangsal erleiden werden, und zwar überall auf der Welt. Doch im Buch des Propheten Jesaja heißt es in Kapitel 51 ab Vers 7: Hört auf mich, ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt. Fürchtet euch nicht vor dem Schmähen der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihrem Lästern. So werden die Erlösten des Herrn zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen, und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen wird entfliehen. Ich bin es, der euch tröstet. Wer bist aber du, dass du dich von dem sterblichen Menschen fürchtest und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat? Es gibt Tage im Leben, da hat man manchmal das Gefühl, dass die ganze Welt gegen einen wäre, doch in der großen Drangsal wird das buchstäblich der Fall sein, und wer in diesen Tagen der Endzeit Gott vergisst, der kann auch eine Zukunft im Reich Gottes vergessen, weil der Glaube an Jesus die Eintrittskarte ist. Einige haben diese Eintrittskarte sozusagen bereits abgestempelt und gestempelt und fahren bereits auf der Straße, die zum ewigen Leben führt. Viele sind bereits ausgestiegen, andere werden noch aussteigen. Und wenn wir Gott gehorsam sind und am Glauben festhalten, dann wird unsere irdische Reise bald zu Ende gehen und im Reich Gottes enden. In Jesaja 8, Vers 16, in Hebräer 13, Vers 14 und im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 13 steht geschrieben: Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern, und ich will warten auf den Herrn und will auf ihn hoffen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Denn wahren Frieden haben wir Christen nur in Jesus Christus, und deswegen wird erst wahrer Weltfrieden existieren können, wenn der Friedefürst zurückkommt und seine neue Weltordnung etabliert. So schlimm die Zeit gerade auch ist und so ungerecht man auch gerade behandelt wird, so sind gerade diese Momente genau die richtige Möglichkeit, um Gott zu beweisen, dass wir standhaft im Glauben sind, in guten Zeiten, aber auch in der Endzeit, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht, und das Wahr ist und bleibt in alle Ewigkeit der König der Könige, der Retter der Welt und Sohn des allmächtigen Vaters im Himmel, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.